Hallo zusammen, da bin ich wieder mit, ja, sozusagen schlechten Nachrichten. Denn das hier scheint kein QR-Code zu sein. Zumindest lässt es sich nicht scannen. Ich habe es mehrfach versucht und es ist absolut nichts daraus zu bekommen. Ich habe überlegt, ob es vielleicht an dem Wort liegt, aber eigentlich... Also es können auch so Wörter eingebaut werden in QR-Codes. Das ist also eigentlich nicht das Problem. Dann steht da immer noch drauf, Experience. Da ist immer noch Piece of Code. Mein Experience ändert sich hier nicht. Habe ich jetzt hier vielleicht eine andere Experience? Nein, das ist noch dieselbe. Ich habe jetzt hier Merged Code. Kleine Kerl hier. Oh ja. Hat den mir gemerged. Piece of Code, another piece of code. Gold Ingots habe ich nicht. Da sind noch mehr Stücke vom Code, also, ich meine. Also ich meine, das another piece of code, ups, da wollte ich nicht hin. Another piece of code wäre nie richtig angesehen. Das ist das untere Stück. Das ist das restliche Stück und das ist tatsächlich das zusammengesetzte Stück. Ist schon geil gemacht, ja, also das kann man nicht anders sagen, aber... Was will mir das sagen? Also ich meine, boah, mit viel Fantasie könnte das da oben eine 8 sein, aber... Mal angenommen, es ist kein QR-Code, aber es hat was mit Experience zu tun. Da habe ich schon das Teil gefunden, das dann dazugehört. Mehr ist nicht drin. Mal angenommen, es ist kein QR-Code. Ich meine, ich habe ja von ihm schon den Merge-Code. Viel mehr kann ja eigentlich nicht passieren. Sagen wir erschlagen ihn und kriegen dafür Erfahrungspunkte. Wir können ihn nicht erschlagen. Mist. Ich fand, das war ein guter Einfall. Vielleicht sollen wir einfach den Code da reinwerfen. Ich meine, es ist der Code. Er checkt ihn zumindest. Scheint falsch zu sein. Er soll es mir zurückgeben. Naja, gut. Dann gib mal. Kommt es jetzt nicht hier irgendwo reingeplöppt? Also sonst habe ich ja noch zwei Pieces, aber ich kann die ja nochmal mergen hier. Piece, another piece, merged. Tja, und ich bin nicht weit gekommen, ne? Bei Smooth brauchte ich einen Hinweis und bei QR sieht's fast auch so aus. Ich kann, also ich meine, es gibt natürlich die Möglichkeit, es ist ein QR-Code und ich kriege ihn nur nicht gescannt. Das wäre natürlich auch scheiße, dann müsste ich mal einen Walkthrough gucken oder so. Weil wenn ich ihn nicht gescannt kriege, was soll ich machen? Are you sure I am? I have a hint. And the hint is... Experience YouTube. Ja, das ist total... Also ich meine, nee, also da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Nein, also wenn das der Hinweis ist, der ja jetzt einigermaßen einschlägig. Naja. Der greift ja noch nicht an. Ist offensichtlich ein God-Mode. Villager? Nee, wenn das jetzt der Hinweis ist, dann bleibt mir scheinbar nicht so viel anderes übrig. Also ich habe ja... Also, sagen wir, es ist ein QR-Code und ich muss ihn scannen, aber ich kriege ihn nicht gescannt wegen der schlechten Grafik oder was auch immer.
Also ich versuche es jetzt noch einmal, den zu scannen. Einmal teste ich das noch. Ein letztes Mal. Wenn das nicht funktioniert, dann nehme ich mir ein Walkthrough und box das irgendwie durch. Das ist natürlich so ein bisschen wie Cheaten. Fällt mir eigentlich nicht, aber was soll ich machen? So, komm, lad. Ja, ich habe ja kein Smartphone, aber ich habe mein Tablet. Einen QR-Scanner habe ich da auch drauf. Wieso werde ich eigentlich immer hungriger? Mach doch kaum was. Na komm. So. Wo ist der QR-Scanner? QR-Droid. Switch mal um. Na los, scan. Na, der sagt gar nichts. Ich halte es jetzt nochmal ganz still. Nö. Nö. Gibt keinen Ton von sich. Also, das ist leider etwas enttäuschend, aber ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch machen soll. Ich breche hier an der Stelle das Video ab und ja, dann gucke ich mal, was ich noch so rausfinden kann. Da bin ich wieder. Das ist sehr, sehr enttäuschend. Also tatsächlich ist es ja so, wir haben hier den Hint. Und das, was ich gefunden habe, war ein Video von jemandem, der ebenfalls nicht in der Lage war, diesen Code zu QR'en, also zu lesen. Das scheint also durchaus ein Problem dieses Codes zu sein. Aber es ist wohl auch die Absicht, den zu lesen, denn anders kann man nicht an die Lösung kommen. Die steht unten links in der Ecke. Klein als Hint. Habe ich noch nie drauf geachtet. Also da steht es nicht. Da schon. Ist ein bisschen, finde ich ein bisschen doof. Also gefällt mir persönlich jetzt nicht so. Aber na gut. Also 2, 3, 4, 6, 3. Also im Kern habe ich ja alles richtig gemacht. Trotzdem konnte ich das Rätsel nicht lösen. Finde ich uncool. Also... weiß nicht, woran das jetzt genau liegt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es... Also ich habe ein paar andere QR-Codes mal gescannt, so. Ging alles, nur den konnte ich nicht scannen. So, was haben wir jetzt hier? Jetzt versuchen wir wieder ernsthaft zu bleiben. Wir haben noch 10 vor uns. Müssen wir irgendwie hinkriegen. Pixel Perfect. 0, 2, 4, 6, 8. 1, 3, 5, 7, 9. Okay. Das ist das da. Die letzten beiden, würde ich sagen. Ja, okay, fangen wir mal vorne an. 0 sieht so aus. Ist da nicht zu sehen. 2 sieht so aus. Ist der da. Also die vorletzte, würde ich sagen. Notieren wir das nochmal. 4 ist komplett duster, haben wir nicht. 6 ist nur ein ganz kleines bisschen. Ich würde sagen, das ist der da. Vermutlich. Die 8. Sieht aus wie das da. Also ist das der erste. Die 9. Könnte der zweite sein, ne? Würde ich mal sagen. Fehlt mir noch der letzte.
würde ich sagen, ist das. Also eine... Testen wir die anderen noch kurz durch. Ja, das haben wir auf keinen Fall. Das haben wir definitiv auch nicht. Oder ist das... Moment. Ne, das ist ein bisschen duster. Das ist gerade. Und die 1... Ne, so viel duster haben wir dann irgendwo. Das heißt, unser Code ist 89627. Ich muss schon sagen, manche, also die Rätselschwierigkeiten sind sehr unterschiedlich. Manche Rätsel sind saugeil, saucool gedacht. Manche sind echt clever und achso, Moment, ich muss das erstmal beschriften, ne? Echt schwierig und interessant und andere sind irgendwie ein bisschen doof oder einfach. Also insgesamt ist es trotzdem eine geile Map, also es macht richtig Spaß, aber... An manchen Stellen muss man sich schon fragen, ob das so gewollt sein kann. Ah. Was? Das Kebab mit Pepperoni. Target successfully bombed. Wasteland. Aztec. Karadistret. Alban. Ah! Okay. Das ist freakig. Geh raus. Okay. Glitch. Genau, das steht im Bett. Geht auf den Sack. Was steht jetzt hier? Also da ist auch ein Code. Der so läuft. Den werde ich irgendwie anhalten müssen, nehme ich an, nicht wahr? Kebab, Target, Wasteland, Aztec, Paradistret, Alban. Das kann so gut wie alles heißen. Folge ist schon wieder voll. Naja, also ich versuche jetzt nochmal da drin was rauszukriegen, aber sonst halte ich das gleich mal an. Hier auch immer so komisch vorwärts. Springen bringt nichts, jetzt bringt nichts, klicken bringt nichts. Ansatz. Also mit dem T. Was von einem Zeitcode oder so, aber ich würde eher vermuten, dass es irgendeine Wortkombination ist. Die Frage ist, wie kann ich da überhaupt was... Okay. Nee, ja, also das gucken wir uns beim nächsten Mal genauer an. Die Rätsel werden zunehmend abstruser. Ich bin gespannt, was daraus wird. Hoffe, es macht euch bis dahin Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal.